Hallo AC-Freunde und willkommen zurück zur nächsten Episode von Waxers Aussie TV. Freunde, neues Jahr, neues Format. Ich habe für euch RC-Tipps für Einsteiger. Und wir werden anfangen mit den größeren Fehlern, die man beim RC-Fahren als Einsteiger machen kann. Und ich werde euch heute sagen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr grundsätzlich in das RC-Hobby einsteigt. Freunde, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Legen wir los. Und wir fangen an mit dem ersten Fehler, der zu 90% jedem RC-Einsteiger passiert, mir nicht ausgeschlossen. Und zwar, Freunde, ich kann euch nur den Grundsatz erst Funke, dann Fahrzeug ans Herz legen. Wer hat noch nicht einen RC auf dem Boden abgestellt, den Akku angeschlossen und hat dann eingeschaltet und dann ist ihm vielleicht eventuell sogar das Fahrzeug weggefahren, beziehungsweise man hat festgestellt, okay, da blinkt irgendwas, es macht ja gar nicht das, was es eigentlich laut Anleitung tun soll, nämlich durchgehen, grün leuchten, und dann stellt man auf einmal fest, hoppala, die Funke ist gar nicht angeschaltet. Was natürlich ganz schlecht ist, weil, liebe RC-Einsteiger in das Hobby, wir können natürlich das Fahrzeug nicht steuern, wenn wir dann eine abgeschaltete Funke haben, weil dann das Fahrzeug natürlich seinen Befehlsgeber nicht hat und er somit auch nicht weiß, was er tun soll. Im einen oder anderen Moment bleibt das Auto stehen, aber es kann natürlich auch passieren, dass es euch davonfährt. Der nächste RC-Einsteigerfehler, der hin und wieder oft passiert, kommt eigentlich nur im RTR-Sektor vor, weil wenn ihr nämlich ein RTR-Fahrzeug kauft, solltet ihr immer, bevor ihr zum Fahren rausgeht, prüfen, ob die Schrauben an den Radmuttern festgezogen sind oder auch die der Motorteile, das heißt die Motorbefestigung unten an der Chassisplatte, die solltet ihr da etwas prüfen. Einfach mal kurz mit dem dementsprechenden Werkzeug nachziehen. Nicht, dass ihr rausgeht, voller Freude mit eurem Fahrzeug zum ersten Mal draußen über die Wiese fetzt oder was immer ihr auch gerne macht und dann natürlich nachher ein Rad verliert, eventuell noch die Radmutter verliert und nachher ohne Ersatz da sitzt und eben das Fahrzeug wieder eine Weile steht. Ohne dass ihr nicht Ersatzteile kaufen müsst, wird es sich dann auch nicht mehr bewegen. Das wäre natürlich für den Einstieg ins Hobby super ärgerlich. Deswegen mein Tipp Nummer 2 für euch, zieht eure Reifen und eure Motorteile nach bei RTR-Modellen. Das nächste, was jeder Einsteiger bei einem RTR-Modell prüfen sollte, ist auf jeden Fall, ob die Lenkung vorne gerade steht. Ihr habt natürlich immer beim Fahrzeug Werkseinstellungen, die mal besser oder auch schlechter sind. Deswegen, ihr werdet immer eine Fernsteuerung bei einem RTR-Modell bekommen und schaut dazu, dass ihr über den Steering Trim Button einfach die Nullstellung des Fahrzeugs herrichtet, macht einen kleinen Testlauf, vielleicht auch erst nur auf 2-3 Meter, schaut, ob das Fahrzeug geradeaus fährt, ohne dass ihr dagegen lenken müsst oder mitlenken müsst. Weil das ist nämlich genau der springende Punkt. Wenn ich dann als Einsteiger so ein Fahrzeug habe, ich habe es mir gekauft, die Steuerung ist da ein bisschen verstellt, das Auto lenkt leicht nach rechts, da muss man nämlich immer wieder ausgleichen, um das Fahrzeug gerade fahren zu lassen. Und das ist einfach falsch. Es ist einfach nicht die richtige Art und Weise, ein RC zu fahren. Wie gesagt, mein Hinweis ist gegeben, ein Fahrzeug sollte geradeaus fahren, ohne dass der Fahrer die Lenkung beeinflusst. Sollte es das nicht machen, jedes RTR-Modell kommt mit der Fernsteuerung, wo ihr über Steering Trim die Einstellung nachstellen könnt. Freunde, beim nächsten Punkt komme ich zu einem meiner liebsten Punkte, und zwar den Einstieg ins RC-Bashing. Viele Einsteiger kaufen sich natürlich irgendeins der Fahrzeuge, die hier eingeblendet, wo man natürlich durch die Industrie, durch den Hersteller dazu verleitet wird, das Fahrzeug direkt zum Bashen mitzunehmen. Und der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist als Einsteiger, euch beispielsweise einen großen 1:8 Monster Truck oder einen anderen dementsprechend aggressiven, starken, großen Basher zu kaufen, rauszugehen und ihn sofort zu schicken. Freunde, wir haben bei den RC-Autos Fahrzeuge, die natürlich genauso wie jedes andere Performance Gerät, was wir uns für die Freizeit zulegen, einfach besondere eigene und andere Eigenschaften haben. Das heißt, jedes RC-Auto hat eine eigene Fahrdynamik, hat eine eigene Fahrphysik und hat eine andere Fahreigenschaft. Deswegen, Freunde, übereilt das dort nicht zu sehr. Nehmt das RC-Auto, geht raus vor die Tür, stellt euch in euren Hof, fahrt einfach mal vorwärts, fahrt rückwärts, bremst, ja, lenkt nach links, fahrt einen Kreis, lenkt nach rechts, fahrt einen Kreis. Versucht herauszufinden, wie das Fahrzeug sich verhält, damit ihr möglichst lange im Einstieg in das Hobby mit dem Fahrzeug Spaß habt. Wenn es ihr natürlich gleich mit raus auf den Platz nehmt und dort über Rampen schickt und dann gleich einen Querlenker brecht, Freunde, kann ich euch sagen, und zwar aus persönlicher Erfahrung, werdet ihr nicht lange Spaß an so einem Ready-to-Run-Fahrzeug haben. Deswegen nehmt euch die Zeit, lernt das Fahrzeug kennen und dann, Freunde, wenn ihr ein paar Akkus damit gefahren seid, könnt ihr raus und die großen Rampen erobern. Und wenn wir jetzt schon so ein richtig tolles RC-Auto haben, dann können wir immer noch die großen Fehler machen, indem wir dann versuchen, natürlich dem Fahrzeug Extremen auszusetzen. Und zwar reden wir da einmal
von Schnee, wir reden von Sand, wir reden von Wasser und wir reden von Matsch. Schnee hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass es sich relativ schnell ans Fahrzeug hinklebt. Wir haben nachher, wenn wir draußen im Schnee gefahren sind, das ganze Fahrzeug schön bedeckt mit Schnee, ja, wo ja im Prinzip Regenwasser, Straßenwasser, Schmutzwasser, egal was zusammenkommt. Und dann, Freunde, die meisten gehen nach Hause, stellen das Ding in die Garage und dann schmilzt das Ding nachher weg zu Wasser. Was dann Wasser mit unserem AC-Fahrzeug macht, da kommen wir gleich rauf zum Sprechen. Genauso mit Sand, wenn ihr durch den Sand fahren geht und ihr habt draußen extreme Sessions, der Sand kann sich einfach in jede Ritze einarbeiten, er kann sich sogar bis hin in eure Lipo-Packs arbeiten und der Sand kann dann natürlich innen drin die Lipo-Bags perforieren bzw. die Lipo-Packs perforieren von innen. Wenn ihr den Sand im Akku habt, genauso kann uns Sand auch ins Getriebe reingehen, kann uns Kunststoffzahnräder zusammenfressen und so weiter und so fort. Sand in der Verbindung mit Fett oder Öl arbeitet zum Beispiel wie Schmirgelpapier und dann, wenn wir das Ganze in einem Kunststoffchassis laufen haben oder auch in einem Metallchassis, machen wir uns unter Umständen mehr kaputt, wie dass wir uns nachher was Gutes getan haben. Ich weiß, dass diese Stellen sehr verlockend sind, Freunde. Ich kann es aus eigener Erfahrung. Ich bin mit meinen Fahrzeugen auch so ziemlich in jedem dieser Eigenschaften unterwegs. Nichtsdestotrotz sind sie negativ und nicht gut für unsere AC-Autos. Beispielsweise, wenn wir durch den Matsch fahren, dann kleben die Teile hin. Unser Antriebsstrang kann dadurch einfach verkleben. Er kann sich verklemmen. Wir haben einfach viel Dreck im Fahrzeug und das Fahrzeug ist viel wichtiger für den nächsten Ausflug nicht bereit, steht da und wartet auf Aufmerksamkeit. Das Ganze kann natürlich auch dann wieder für einen Einsteiger sehr überfordernd sein, weil der muss sich dann erstmal hinsetzen, das Fahrzeug reinigen, um dann später wieder Spaß damit zu haben. Und wenn man es nicht macht, kann es eben auch dann passieren, dass wir dem Fahrzeug etwas mehr Schaden zuführen, als dass wir ihm was Gutes getan haben. Zu guter Letzt haben wir eingangs über Schnee gesprochen, der später zu Wasser schmilzt. Und Freunde, Wasser kann uns an der Stelle einfach den Rost ins Fahrzeug reinholen, Korrosion verursachen. Und wir sollten jedes Mal, wenn wir in einer dieser Extremitäten zum Fahren gehen, uns definitiv danach an den Tisch setzen und das Fahrzeug wieder sauber machen, von den Schmutz befreien, von sämtlichen Steinchen oder etc. befreien, was wir drin haben, beziehungsweise auch vom Wasser, dann die ganzen Teile, die eben dann für den Antriebsstrang zum Beispiel verantwortlich sind, eventuell wieder nachfetten und nachölen, sodass ihr dann nachher wieder ordentlich zum Fahren gehen könnt. Ein weiterer Punkt an der Stelle für die Leute, die beispielsweise dann trotzdem in diesen Widrigkeiten zum Fahren gehen, das heißt, wir reden immer noch von Schnee, Sand, Matsch oder eben auch Wasser, da kann ich euch nur empfehlen, bei den Reifen, die meisten nämlich der Becher-Fahrzeuge haben in den Reifen drin die Luftlöcher beziehungsweise dann die Aus- oder Einlasslöcher in den Felgen drin. Ich kann euch nur empfehlen, diese zuzukleben. Nehmt ein starkes Klebeband, irgendwas Schwarzes, was man nicht sieht, klebt die Löcher zu, weil ihr wollt nicht, dass das Wasser oder Sand oder andere Sachen in diese Felge reinkommen, euch den Schaumstoff kaputt machen und nachher, ihr kennt es vielleicht beim einen oder anderen, da habt ihr dann einen richtig leeren Reifen, mit dem ihr einfach nicht mehr ordentlich fahren könnt. Und Freunde, so ein Vierersatz Reifen für einen Becher geht ganz schön ins Geld. Deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, klebt die Löcher zu. Manchmal ist es nur eins, manchmal sind es zwei. Und wenn ihr dann draußen beim Fahren wart und das Fahrzeug wieder sauber macht, nehmt ihr die Aufkleber wieder runter, beziehungsweise macht einfach frische drauf, insofern sie sich lösen und ihr dann wieder in den Matsch, Sand, Wasser oder Schnee zum Fahren geht. Und ich weiß, ich habe diesen Punkt hier in dem Video heute schon mehrfach ausgereizt, aber Freunde, ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr raus in die Extremitäten zum Fahren geht, macht danach eure AC-Autos sauber. Ihr wisst ja, bei mir kommt der alte Schwabe raus, deswegen müssen wir das einfach so kommunizieren. Ein AC-Fahrzeug ist ja schließlich eine Investition, die ihr in euch selber tätigt. Ja, ihr wollt mit dem Fahrzeug möglichst lange Spaß haben. Ihr wollt nicht, dass das Fahrzeug euch kaputt steht, wenn ihr dann damit draußen beim Fahren wart, im Dreck oder im Matsch oder im Schnee oder im Wasser. Deswegen nehmt einfach dort doch ganz einfache Mittel her, wie jetzt beispielsweise einen Pinsel oder es gibt auch kleine Drahtbürsten. Es gibt dann auch sowas wie Lappen und Reinigungsmittel oder ihr könnt sogar das ein oder andere Mal hergehen und einfach nur Luft in der Dose verwenden, um euer Fahrzeug im Nachgang sauber zu machen. Ich kann euch den Tipp nur geben. Entfernt den Dreck vom Antriebsstrang, wenn ihr dort welchen dran habt, dann schaut einfach nochmal nach euren Reifen, ob irgendwo Wasser reingekommen ist. Im Prinzip bürstet ihr den ganzen Matsch runter, wenn er nachher getrocknet ist. Das heißt, nach dem Fahren könnt ihr auch den Matsch mal einen Tag trocknen lassen, aber spätestens dann solltet ihr ran, weil aus Matsch wird nachher wieder Sand und Sand ist wieder nicht gut für unsere ganzen Kugellager oder eben auch für den Antriebsstrang im Gesamten. Freunde, ein weiterer wichtiger Punkt für den Einstieg ins Hobby ist das Thema Werkzeug. Ihr bekommt, wenn ihr euch ein RTR-Fahrzeug mitkauft, meistens
ein Standardwerkzeug mit dazu, das dann aussieht wie das hier, diese L-förmigen kleinen Innensechskantschlüssel oder dann eben auch diese Radmutterkreuze, die da wirklich für die kleinen Tätigkeiten nicht schlecht sind. Aber Freunde, ihr werdet relativ schnell merken, wie ihr dann mit diesen Werkzeugen an Grenzen geratet, weil wenn ihr dann natürlich die lange Seite zum Beispiel von sowas braucht, habt ihr nur noch die kleine Seite, um mit der zu arbeiten. Und wer schon mal mit so einem Schlüssel gearbeitet hat, der weiß ganz genau, nach der fünften Schraube geht das Ganze auf die Finger und ich habe keinen Bock mehr. Ja, genauso so ein kleiner Radmutterschlüssel, der ist zwar ganz nett, wenn ich dann den Reifen festziehen will bei einem 1:10er, nichtsdestotrotz, ich verwende dann zum Beispiel einen schönen Schlüssel mit einem tollen Griff, wo ich die ganze Kraft meiner Hand drauf bekomme, um dann einfach auch so einen Reifen ordentlich anzuschrauben. Und deswegen mein Tipp für euch, kauft euch da auch einfach einmalig vernünftiges Werkzeug. Wir hatten da auch mal im letzten Video zum Indoor Racing was gemacht und da habt ihr mal eine kleine Auswahl an Grundausstattung, die ich euch empfehle, um in das Hobby einzusteigen. Was ich euch ebenfalls empfehle zum Schrauben an eurem Fahrzeug, ist eine sogenannte Pitmatte oder auch ein Tuch unter den Tisch zu legen, auf dem ihr arbeitet, dann einen schönen, vernünftigen Carstand zu haben. Und wenn das nachher nur ein Reifen ist, auf dem ihr das Chassis hochbocken könnt, damit ihr an dem ordentlich arbeiten könnt und fällt euch nachher was runter, fällt es auf das Tuch und geht ebenso nicht verloren. Wenn ihr dann nachher zum Beispiel solche Sachen wie eure Lenkung einstellt oder eben auch mal schaut, ob Gas, Bremse in die richtige Richtung laufen, habt ihr das Fahrzeug auf einem Carstand stehen, drehen die Reifen erstmal frei oder eben auch die Antriebswellen und dann kann euch nichts passieren. Und der nächste Tipp, bevor wir dann auch ans Ende des Videos kommen, ist, wenn ihr dann schon schraubt und ihr solltet Metallschrauben auf Metallteile verwenden, bietet sich's immer an, blauen Sicherungskleber zu nehmen, und zwar Schraubensicherung, in meinem Beispiel gezeigt jetzt von Loctite. Den könnt ihr verwenden, den kriegt ihr auch nachher wieder gut auf, im Zweifelsfall mit Hitze. Und den kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr tatsächlich Metallschrauben in ein Metallteil einschrauben wollt, weil anders werdet ihr durch Vibration die Schraube wieder verlieren. Und wenn das nachher bei einem Motorhalter war, schlimmstenfalls wird euch der beim Fahren abfallen und dann einen viel, viel größeren Schaden anrichten. Und das eben nur, weil ihr einen Tropfen von diesem Mittel vergessen habt. Und für alle Elektrobegeisterten, die in das Hobby einsteigen, jetzt kommt für euch der größte Fehler, den man als Einsteiger mit Lipo-Batterien machen kann. Und zwar wäre das, den Lipo-Akku voll zu laden und ihn danach nicht zu benutzen. Und zwar betrifft es nicht nur die Lipos in unseren Hobbyfahrzeugen, sondern das sind auch die Lipos in unseren Handys oder zum Beispiel, wenn ihr einen Lipo in eurem Tesla habt. Ihr solltet diese Batterien nie zu 100% aufladen und dann auf die Seite packen, weil die Widerstände von den Lipos werden dadurch höher und die Kapazität vom Akku geht runter. Das heißt, ihr werdet auf lange Sicht eurem Akku Schaden zuführen. Und was ihr definitiv nie machen solltet, sind diese Stecker an den Kabel zu trennen, sondern nehmt euch wirklich die Zeit, packt es am Stecker, zieht es auseinander. Weil im schlimmsten Fall kann euch nämlich dann hinten das Kabel aus dem Stecker ausreißen, wenn es vielleicht schon mal eine kleine Bruchstelle hat, und dann zieht ihr euch den Akku raus und dann habt ihr nachher einen kaputten Stecker. Und so könnt ihr immer gewährleisten, dass der Stecker und das Kabel vernünftig beieinander bleibt. Und zum Abschluss des heutigen Videos, Freunde, gehen wir noch auf den wichtigsten und absolut elementarsten Punkt ein, den man als Einsteiger oder auch als fortgeschrittener RC-Hobbyfahrer falsch machen kann. Und zwar, Freunde, ist es zu schnell zu steil zu gehen. Ihr müsst euch das Hobby vorstellen als Kapazität. Ihr dürft nicht zu schnell von vorne nach hinten durchgehen. Ihr dürft euch nicht zu viele Autos auf einmal zulegen, weil, Freunde, irgendwann mal führt das Ganze zu einem Kopf, zu einem RC-Burnout, wie man so schön sagt, und man verliert irgendwann mal den Überblick beziehungsweise hat gar nicht das Budget, um alle diese Autos zu unterhalten. Deswegen empfehle ich euch im Einstieg ins Hobby, kauft euch ein Fahrzeug, beschäftigt euch mit diesem Fahrzeug, lernt etwas über dieses Fahrzeug, schraubt und wartet an diesem Fahrzeug und habt dementsprechend Spaß mit diesem Fahrzeug, weil ihr werdet immer wieder den Spaß eines alten Fahrzeuges natürlich mit dem Spaß an einem neuen Fahrzeug beschneiden und irgendwann steht ihr da, habt 5 Autos im Fuhrpark, geht an einem Fahrzeug was kaputt, ihr bestellt keine Teile, ihr repariert es nicht, dann geht am zweiten was kaputt, am dritten was kaputt und irgendwann mal steht ihr vor einem Haufen kaputter RCs und habt keine Lust mehr, weil ihr alle reparieren müsst, ihr für jeden Ersatzteile kaufen müsst und das Ganze kann uns wirklich hier oben im Kopf ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Deswegen meine Empfehlung nur für euch, teilt euch das Hobby ein. Es rennt euch nicht davon. Bestenfalls macht ihr Modellbau die nächsten 20 Jahre und dahingehend habt ihr doch alle Zeit der Welt, das Hobby in aller Ruhe zu genießen. Zu schnell, zu steil zu gehen, kann wirklich manchmal dazu führen, dass wir dann einen RC-Burnout bekommen, dass uns die finanziellen Situationen zu Kopf steigen, wir ganz, ganz schnell in dem Bereich drin sind, in dem wir nicht drin sein wollen. Und deswegen meine Empfehlung für euch, macht langsam, genießt die Fahrzeuge so, wie ihr euch sie kauft. Natürlich gibt es Leute wie mich,
die da an der Stelle mit YouTube arbeiten und dann immer mal wieder einen Fahrzeugwechsel, einen Eingang und wieder einen Ausgang haben. Aber Freunde, das ist genau der Grund, weil ich an der Stelle möchte meine Projekte da auch genießen und möchte nicht einfach immer nur schnelllebig vom einen Fahrzeug zum nächsten springen, ohne überhaupt langfristig zu wissen, was denn die positiven oder auch negativen Eigenschaften eines Fahrzeugs sind. So, liebe RC-Freunde, und das sei es auch schon für heute gewesen. Meine Einsteigertipps und Tricks und Kniffe beziehungsweise die Fehler, die es gilt als Einsteiger zu vermeiden. Wie gesagt, ich kann immer nur darauf hinweisen, lasst euch die Zeit, macht eure Fahrzeuge sauber nach dem Schrauben, setzt euch mit euren Fahrzeugen auseinander, um sie besser kennenzulernen, und wenn es dann an der Zeit ist, könnt ihr euch immer noch ein neues Fahrzeug beschaffen und das alte vielleicht auch bei Zeiten wieder abstoßen, weil irgendwann mal habt ihr auch den Keller voll mit RC-Fahrzeugen und wisst gar nicht mehr wohin, beziehungsweise seht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, wäre jetzt der beste Augenblick, einen Daumen hoch da zu lassen, dann den Kanal zu abonnieren, wenn das noch nicht geschehen ist, und die Glocke für die Benachrichtigung, wenn hier ein neues Video erscheint bei Waxus RC TV. An der Stelle, Grüße gehen noch raus an RC Kress, der nämlich auch im neuen Jahr mit einem neuen Format der RC News angefangen hat. Absolut aufstrebender YouTube-Kanal, guckt mal bei ihm vorbei, hat mir eine richtig tolle Freude gemacht, indem er mich in sein erstes Video der RC News mit reingepackt hat. Deswegen Grüße gehen auch daraus, RC Kress, schaut euch den Kanal an bei YouTube, und ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und habt Spaß mit eurem RC-Hobby.